Im Achtelfinale des Sachsenpokals hatten am Mittwoch gleich 4 der 5 Vereine aus der Lausitz ihren Einsatz. Der SV Einhard Kamenz gab sich beim SC Syrau keine Blöße und gewann mit 6:1. Für die Lessingstädter traf Marcel Hensel gleich 3-mal, dazu noch Johann Wölk, Franz Heffner und Martin Sobe. Ebenfalls keine Probleme hatte der Bischofswerder FV 08. Gegen Sachsenligist FC Grimma siegten die Schiebocker mit 4:0. Tim Zellarius mit 2 Treffern, Tommy Klotke und Tobias Heppner sicherten das Weiterkommen. Noch etwas deutlicher machte es die FSV Buddhister Bautzen. 7:1 hieß es am Ende gegen den FV Blau-Weiß-Stahl Freital. 2 Tore von Kevin Bönisch und Martin Hossmann, dazu Michael Schlicht, Philipp Dartsch und Tommy Schmidt markierten den deutlichen Erfolg. Gegen den FV Dresden 06 Laubegast setzte es eine 1:4 Niederlage. Das einzige Nieski-Tor erzielte Luca Darius Pluter in der 46. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich. Die Partie SV Fortuna Dredendorf gegen BSG Chemie Leipzig findet am 17. November statt. Leipzig war am Dienstag in der 2. Runde des DFB-Pokals im Einsatz und unterlag gegen den SC Paderborn mit 0:3.